Yo, Kevin, bist du da, Dwai? Yo, was geht, Lenny? Hi. Du wolltest Discord, Bruder, was ist los? Ja, okay, also erstmal, wir dürfen nicht so laut sein. Max ist im Nebenzimmer, also pass auf, Lenny. Ich habe tatsächlich einen geisteskranken Plan. Du weißt ja, Max hat in 3 Tagen Geburtstag, richtig? Ja, hattest du letztens erzählt gehabt, ja. Okay, hast du schon irgendwie so ein Geschenk oder so für ihn oder noch nicht? Aktuell noch nicht, nein. Okay, das ist ganz gut. Also, ich habe tatsächlich mir etwas überlegt. Also, wir machen Folgendes. Du musst da auf jeden Fall mitmachen. Du bist am Ende der Hauptverursacher, beziehungsweise der das am Ende dann Max ich dann auch... Ich bin wie immer mal der Buhmann, okay? Ich habe verstanden, Junge. Erzähl weiter. Also, pass auf. Ich werde zu Max sagen, an seinem Geburtstag, ne? Er wird ja 10 Jahre alt, ist ja ein besonderer Geburtstag. Ich werde das so machen. Ich werde sämtliche YouTuber einweihen, alle meine YouTube-Homies, die Max auch kennen. Und werde zu allen sagen, jo, wenn Max euch anruft, dann sagt einfach zu ihm, dass ihr nicht wusstet, dass er Geburtstag hat oder tut so, als ob ihr das nicht gewusst habt. Ihr könnt dann so ein bisschen mitspielen und im Endeffekt wussten das auch eigentlich alle. Die sind alle quasi eingeweiht. Aber das Wichtige bist du am Ende. Du sollst Max sozusagen den Rest geben, weil ich habe eine geisteskranke Geburtstagsidee. Aber ich glaube, es ist ein krasserer Knall, wenn Max erstmal denkt, okay, dass keiner an seinen Geburtstag gedacht hat von seinen YouTube-Freunden. Und im Endeffekt bekommt er dann die krasseste Überraschung überhaupt. Bist du dabei? Oder den Kleinen komplett auseinander. Okay, gut. Ich würde sagen, dann machen wir es erstmal so. Ich werde dir dann am Ende nochmal sagen, was dann die Überraschung ist. Aber als allererstes würde ich sagen, warten wir jetzt nochmal 3 Tage ab. Und dann kommst du so im Drawstars online. Max lädt dich dann, oder du lädst dann Max irgendwie ein. Und dann veräppelst du ihn ein bisschen, okay? Kriegen wir hin, Kevin, ich bin dabei. Okay, easy. Kurzer Flashback, was passiert ist. Dann war Max Geburtstag und Max hatte jeden seiner YouTuber-Freunde angerufen. Wolltest du mich gerade anrufen? Aber alle taten so, als würden sie es nicht wissen. Das Ding ist, ich bin gerade unterwegs im Auto, deswegen, ich habe jetzt keine Zeit. Und Lumex hat ihm am Ende dann den Rest gegeben. Hallo, ich hab keine Lust mehr. Und jetzt, einen Tag später. So, Lenny. Ich hab dir ja gesagt, du sollst noch mal mir in Discord reingehen. Wir müssen auch immer noch leise sein. Also, der Prank hat funktioniert, richtig? Die Kleine war richtig traurig. Okay, sehr gut. Also, folgende Sache. Max ist tatsächlich in knapp einer Woche zur Klassenfahrt in Berlin. Und ich habe jetzt schon mit seiner Klassenlehrerin gesprochen. Und es ist tatsächlich möglich, dass ich Max quasi aus Berlin abhole als Überraschung und ihn dann quasi zu dir fahren kann und du gibst ihm dann ein geisteskrankes Geschenk, okay? Also warte, jetzt Klassenfahrt, du holst ihn ab zu mir nach Hause und dann soll ich ihm das Geschenk geben. Genau, und er weiß davon alles nicht. Das sollst du ihm dann gleich, du sollst ihm natürlich nicht direkt, ne, damit das Ganze erzählen, sondern erstmal so ein bisschen Hops nehmen und am Ende dann halt auflösen, yo, ich wusste, dass du Geburtstag hast, dies, das. Und dann werden wir beide ein krasses Geschenk besorgen und das kannst du ihm dann geben und dann freut er sich, denke ich mal, umso mehr, wenn er dann am Ende weiß, okay, eigentlich wussten alle, dass er Geburtstag hat. Wir wollten ihn nur ein bisschen als Prank Hops nehmen, okay? Das wird sich krass an. Okay, das wird sich ehrlich krass an, okay? Dann, lass das so machen. Machen wir es so. Du guckst einfach, wann Max im Brawl Stars online ist. Und wenn er da ist, lädst du ihn ein und dann vermittelst du ihm das Ganze. Ich denke mal, das kriegst du hin, ne? Krieg ich hin, schaffen wir. Okay, easy. So. Max ist online, Leute. Er ist online. So, ich möchte jetzt eine Runde Brawl Stars spielen mit meinem Spike. Ich geh jetzt mal in eine Runde rein. Weil wisst ihr, Spike ist voll der coole Brawler. Den habe ich noch nicht so oft gespielt. Aber, ich habe letztens ein Video gesehen. Spike ist einfach so ein Kaktus in echtem Leben, ja. Das wusste ich gar nicht vorher. Leute, der ist in Showdown gerade drin. Ey, wir müssen jetzt kurz warten, bis er rauskommt. Und dann lade ich ihn auch direkt ein. 12 Sekunden später. Gibt's irgendwas Neues in den Shop drin? So, komm, wir laden ihn direkt mal ein. Zack. Komm schon, der muss reinkommen. Komm rein, komm schon, Max, komm rein! Wer? Das ist der Lom, oder? Nein, ich will nicht mit den Lom spielen. Er hat abgelehnt. Ich will ihn nochmal ein, Leute. Einladen. Mann, ich möchte nicht mit den Lom spielen. Max, er lehnt noch... ich lade ihn nochmal ein. Komm schon, komm rein jetzt. Komm rein jetzt. Ich hole jetzt... Warte mal, Achtung. Mann, ich möchte jetzt nicht mit den Lom spielen. Was möchte der Lom? Er ist beigetreten. Was willst du? Mag Lom nicht mehr. Der hat einfach meinen Geburtstag vergessen und hat gesagt, ich muss alles, muss mein Taschengeld ausgeben, aber ich krieg nur 1 Euro im Monat. Ich rede nicht mehr mit dir, Lom. Ich rede nicht mehr mit dir, Lom. Junge, als wenn Max immer noch sauer ist.
Ich habe jetzt geschrieben, hä, warum? Ich bin echt gespannt, was er jetzt schreibt. Komm schon. Meint ihr, er ist immer noch sauer, Leute? Weil du meinen Geburtstag vergessen hast. Und du hast mir Geld geklaut. Weil du meinen Geburtstag vergessen hast. Komm mal, Discord. Nein. Ich möchte nicht in den Discord mit Lom. Doch, bitte. Er muss jetzt kommen. Wir müssen eine Runde gewinnen. Nur wenn du mir hilfst, komme ich Discord. Eine Runde. Wenn wir keinen Pluspokale machen, dann gehe ich. Wisst ihr, weil Lom, der ist immer der ganz Doofe von Doofladen. Offen haben Lumix und Max eine ganze Runde gespielt, aber leider nicht gewonnen. Aber dennoch hat Max Pluspokale gemacht und deshalb... Nein! Nein! Ey, wir haben auf 800 Trophäen gespielt, Leute. Mache ich jetzt Pluspokale? Oh, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, Lom. Jetzt können wir in den Discord gehen. Hallo, Lom. Was geht, du Stinker? Was willst du? Ist alles gut bei dir? Wie geht's dir, Max? Lom? Ja? Ich hab gesagt, ich rede nicht mehr mit dir. Warum? Du hast meinen Geburtstag vergessen. Und du hast mir 500 Euro geklaut. Ich hab dir keine 500 Euro geklaut, Max. Doch. So schlimm war's jetzt auch nicht. Nein, so schlimm war's auch nicht. Doch. Du hast gesagt, ich muss das selbst kaufen, aber ich hab nur 1 Euro. Nein. Pass auf, Max. Guck mal, als allererstes, als Wiedergutmachung, schenke ich dir jetzt erstmal, also ich gebe dir das Geld zurück, okay? Ich gebe dir, drückst das Geld von mir zurück, okay? Die 15 Euro oder wie viel auch immer das war. 500. Na, 15 Euro waren das, glaube ich. Guck mal, die kriegst du von mir wieder, okay? Die kriegst du. Und obendrauf kriegst du nochmal einen Roller deiner Wahl. Kaufe ich dir nochmal, okay? Als Wiedergutmachung erstmal, okay? Kaufe ich dir. Lügst du nicht? Nein, ich lüge nicht, nein, wirklich. Wenn du nochmal lügst, sonst mache ich keinen Stammel mehr mit dir. Okay, Max, machen wir. Komm, geh in den Shop und such dir einen Brawler aus, den du magst, okay? Egal welchen. Egal welchen. Lom, ich mach den teuersten, der 5000 Euro kostet. Okay. Mach einen Brawler, der dir gefällt. Muss nicht der teuerste sein, der muss dir gefallen. Welcher Witz denn, Max? Welchen Brawler? Ich möchte... Ja? Peter. Wer ist Peter? Der Kleine. Mr. P, meinst du? Kaufe ich dir, okay? Mach ich dir. Kaufe ich dir. Der kostet 3000. Der kostet 349. Ich schick dir einen Code, okay? Kannst du einlösen? Schenke ich dir, okay? Ja, mach das. Schick mir den Code, sonst glaube ich dir nicht. 12 Sekunden später. 25 Euro Code hast du geschickt. Dankeschön. Bitteschön, Max. Jetzt kaufe ich den roten, den Vogel. Dann ein Pinguin immer noch. Okay. So, Lom, jetzt muss ich wieder gehen. Ich muss was für die Schule machen. Tschüss. Nee, Max, was? Warte mal. Noch eine Sache. Bist ja bald auf Klassenfahrt, richtig? Das sage ich dir nicht. Da bin ich nämlich alleine mit der Leonie. Ich weiß, dass du in Berlin auf Klassenfahrt bist, Max. Wer hat dir das gesagt? Das habe ich rausgefunden, weil ich weiß nämlich alles. Weißt du auch, wo der Weihnachtsmann wohnt? Ja. Weißt du auch, wo der Osterhase wohnt? Ja. Weißt du auch, wer der Nikolaus ist? Ja. Und was ist, wenn ich dir sage, Kevin dich abholt und mit dir gemeinsam zu mir nach Hause fährt und dann kriegst du von mir persönlich dein Geburtstagsgeschenk, was du eigentlich kriegen solltest. Hä, aber ich dachte, du hast meinen Geburtstag vergessen. Das war ein Spaß, natürlich habe ich es nicht vergessen. War das Prank? Ein Prank? Wir haben nicht alle geprankt. Ich vergesse den Geburtstag von meinem kleinen Max hier nicht. Und was schenkst du mir? Das verrate ich ja nicht, das bleibt eine Überraschung. Darf ich dich zu Hause besuchen? Ja, zu. Wir fahren dann zu mir nach Hause, ja. Zu mir nach Hause fahren wir. Und du hast auch ganz viele Süßigkeiten? Ich habe ganz viele Süßigkeiten, ganz viele. Lom, du bist der Allercoolste von den Coolen, weißt du das? Weiß ich doch, Max, weiß ich doch. Ich geh los, ich pack meinen Koffer. Tschüss, bis morgen, Lom. Mach das, Max, tschüss.